Hallihallo und weiter geht's mit World of Warcraft. Ich bin jetzt schon mal hier zum nächsten Questgeber auf der Map hier ungefähr gelandet und wir reden Wir einfach mal sind mit euch ihr. wohlgesonnen, Pandaren. Eure Freundin kämpft um das Leben meiner Besatzung und das mit vollem Einsatz. Eure Nachricht wird leider ein wenig warten müssen. Endlich ein Okay. freundliches Gesicht. Gut. Ihr seid uns willkommen, Gib uns die Pandaren. nächste Quest. Drei verletzte Matrosen retten. Das können wir schnell Wir sind euch erledigen. wohlgesonnen, Pandaren. Medizinische Versorgungsgüter, beschafft 8 Kisten mit medizinischen Versorgungsgütern wieder. Ihr Das seid kriegen uns wir noch willkommen, gerade so hin. Pandaren. So, was hat Chocho hier für uns? Nachdem ihr Schiff abgestürzt war, begannen finstere Kreaturen aus dem Meer emporzusteigen und das Wrack zu durchforsten. Bei all dem Unglück, das ihnen heute widerfahren ist, wird unsere Hilfe womöglich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Dennoch, diese Leute benötigen dringend unsere Hilfe. Bezwingt ihre Peiniger. Bezwingt 8 Peiniger der Auf Tiefenschuppen. Wiedersehen. Das können wir auch noch machen. Und habe ich hier von Wombi erfahren. Man kann hier. Warte mal, wo war das? Das habe ich schon wieder vergessen. Irgendwo konnte. Hier, Umhang. Und wir haben jetzt keinen Umhang mehr, der mich so ein bisschen gestört hat. Danke, Wombi, für diesen grandiosen Tipp. Gefällt mir schon viel besser so. Ich weiß nicht, irgendwie. Hat mir der Umhang nicht ganz so zugesagt. So, das ist der erste Matrose. Den nehmen wir mal mit hier. Einfach mal über die Schulter gehängt und ein bisschen rumgetragen. Wird dem nicht schlecht, wenn ich den so rumschüttel. Ja, scheinbar nicht. Wobei, er ist eh schon verletzt. Kommt sowieso in medizinische Verhandlungen. Er kann auch noch ein bisschen abkotzen hier. So, Nummer 1. Wer schon mal gerettet? Fehlen noch zwei. Da vorne sehe ich noch einen liegen. Und da hinten scheinen medizinische Güter zu sein. Aber erst schnappen wir uns den hier und laufen noch schnell zurück. Mein Inventar ist auch ziemlich voll, sehe ich gerade. Das sollte man vielleicht auch nochmal verkaufen gehen demnächst. Ist hier ein Händler, Verbrauchsgüter? Hier ist ein Was Händler. kann ich für euch tun? Das ist schon mal sehr schön. Dann hau ich mal den ganzen Plunder hier weg. Wobei ich auch nicht weiß, warum ich den zum Großteil überhaupt aufgesammelt habe. Hier so eine Kacke hier. So, das kommt weg. Kupferne Kettenweste. Schmiedekunst brauchen wir nicht. Das kommt weg. Der Scheiß kommt weg. So. Das Wasser kann eigentlich auch weg, weil wir ja keinen Mana haben. Das Essen behalte ich mal noch. Wobei das auch fast gar nichts mehr bringt. 400. Und da 51 Sekunden, ja, das kommt weg. 90 Gesundheit ist das auch nicht so viel. Ach, scheiß doch drauf, alles weg hier. So, die Materialien behalte ich mal noch so ein bisschen. Ich habe nämlich keine Ahnung, Das was liegt an ist, dem. ob wir die noch brauchen könnten oder nicht. So, da ist ein Peiniger, den klatschen wir noch schnell um. So, schön Furofäuste, schön ins Gesicht geschlagen. Das wird mein neuer Lieblingsskill momentan so. Furofäuste, ist schon cool. Und da klaut er mir die Hilfsgüter, dann glaube ich ihm halt den Matrozen. Bö. Ja, das ist noch so eine kleine Sache, die mich so ein bisschen stört, dass man sich hier gegenseitig die Gegenstände wegklauen kann, die man aufsammeln kann. So, gehen Endlich wir ein die Quest freundliches noch gleich ab, Gesicht. dass die schon mal weg Ihr ist seid hier. uns willkommen, Pandaren. Mitgefühlsweste ziehen wir gleich mal an. Vorher hat er mir besser gefallen, aber hier geht's ja nicht ums Aussehen, wa? Jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar. Da ist die letzte Matrose, die brauche ich nicht mehr. So, vielleicht ist da oben noch. Da hinten ist noch medizinische Versorgungsgüter der Allianz. Die schnappen wir uns hier mal. Bevor da irgendjemand ein anderer. Ah, da steht gleich noch eins. Sehr schön. Schnappen wir uns die mal auch weg. Bevor da jemand auf die Idee kommt, uns das Zeug hier zu klauen, da steht ja noch mehr rum. Haben wir schon mal die Hälfte der Quest hinter uns, einigermaßen so. Fehlen nur noch 4 Stück von 8. So. Ich glaube, dann gehe ich mal die Treppe da hoch, wenn der jetzt nicht da hochläuft. Nein, der bleibt schön brav unten. Sehr schön. Braver Panda. So. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich von dem erstmal wieder genervt hier. Aber den kriegen wir auch down. Mit den schönen Furofäusten. Bei denen der Gegner einfach mal nichts tun kann währenddessen. Finde ich ein bisschen krass eigentlich so. Wenn man sich das mal so richtig überlegt. Der hält. Ach, scheiße, es ist auf Cooldown.
Ja, benutze ich halt die Skills. Ist ja nicht so, es wäre es das Einzige, was wir hier tun könnten. Von dem her kriegen wir das schon hin. So, na, warte mal, wie lang kanalisiert das jetzt eigentlich? 4 Sekunden. Also 4 Sekunden betäubt dann auch, nehme ich an. Auf alle betroffen. Ich kann da mehrere Ziele gleichzeitig... Ja, das ist nice. Frage ist, wie setze ich das genau ein? Und vor allem... Stunt es dann alle vor mir? Das wäre ein bisschen arg krass, oder nicht? Ja, muss ich mal ausprobieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das auszuprobieren. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, was man damit machen könnte. So, war ja, das haben wir ja gemacht. Ne, das haben wir gemacht. Das fehlt noch. Fehlen noch 3 Stück. Die rennen hier aber zu Glück zu Hauf rum. Da sollte es kein Problem werden, da jetzt noch 3 Stück zu finden. Da unten steht schon der nächste, der unbedingt sterben will. Dann erfüllen wir ihm doch diesen Wunsch. So, 2 noch, den da hinten noch und dann suchen wir uns noch einen dritten. Ich muss näher ran. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich weiß nicht, wie es dann später so mit dem Energiemanagement von einem Mönch wird, aber momentan habe ich da irgendwie noch nicht so viele Probleme. Mit dem Chi aufbauen und dann die Skills raushauen und bis meine Furofäuste durch sind, ist meine Energie ja dann eh wieder voll, falls der Gegner noch stehen sollte. Von dem her weiß ich nicht. Wobei ich auch mal einen Priester angezockt hat, der bisher auch irgendwie nie Mana-Probleme hatte. Ich weiß nicht, was sie da geändert haben in letzter Zeit. So die letzten paar Jahre oder so. Aber irgendwas müssen sie da gemacht haben. Endlich ein Freund. So, Quests abgeben. Nicht so eilig. So, Wodraka, der Albtraum. Einer der entkommenen Seeleute hat Aisa im Schiffswrack gesehen, wie sie einem gigantischen Ungeheuer gegenüberstand. Sie braucht wahrscheinlich eure Hilfe. Eilt zu ihr, schnell. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Ja, dann wacht mal der weiße Tiger über uns. Und da hinten steht das Megavieh schon. Und es ist fast tot. Ich hätte da gerne eventuell mal mitgemacht. So vielleicht. Hättest du gerne auf mich warten können. Aber scheinbar wollte er nicht warten. So, und jetzt ist die Frage, wann spawnt der wieder? Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Und der ist dann doch ein bisschen schneller als gedacht gespawnt. Okay. Oh nein. Ich habe so das Gefühl, jetzt bringt es auch endlich mal was, um die Gegner rumzurennen. Wenn er mir da mit seiner Waffe in die Fresse hauen will. Oh, da hält er einiges aus. Und meine Furofäuste betäuben ihn trotzdem. Das gefällt mir sehr gut. Da könnte ich eigentlich abwarten, bis er eventuell mal... Och nee. Wo kommen die jetzt her? Oh Gott. Was zur Hölle? Ich habe auch kein Heal-Skill oder so, ne? Das ist ziemlich uncool. Um ehrlich zu sein. Aber wir kriegen ihn. Hälfte Leben, der Kampf ist noch nicht vorbei. Es sei denn, er spawnt noch mehr von diesen Anhängselviechern da. Wäre dann, glaube ich, nicht ganz so cool. So, was am 8. Das ist unser Tiger-Clown-Angriff. So. Drittel Leben noch. Das kriegen wir noch hin. Da hebe ich mir jetzt mal die Fuhre-Fäuste auf, falls er noch irgendwas spawnen sollte. Weiß er nicht, wie oft er das tut. Ja, da ist schon... Okay. So, jetzt machen wir das da mal. Jetzt machen wir... Ach scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte die hier haben. Nein, hör doch auf damit. Komm zu mir. So, jetzt machen wir mal unsere Fuhr. Jetzt habe ich schon wieder das Falsche gemacht, oder was? Ach kacke, ich wollte doch jetzt mal die Fuhrefäuste auf mehrere Gegner ausprobieren.
Oder habe ich... Furofäust ist auf Cooldown. Habe ich es eingesetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Vielleicht weil der Gegner zwischenzeitlich gestorben ist. Das kann natürlich sein, dass ich den Gegner vorher gekillt hatte. Oh, kannst du jetzt mal sterben gehen, bitte? Ach, komm schon. Sehr schön, endlich. Ja, gell? Ich habe mal wieder einen Tag gerettet hier. So, Quest abgeben bei dir oder was? Sehr schön. Der Kampf hat Eiser offensichtlich erschöpft. Eure Fähigkeiten im Kampf stehen außer Frage, Mönch. Eiser nimmt einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Habt ihr die entkommenen Gefangenen gerettet? Wo ist Chi? Geht es ihm gut? Ja, ihm geht's gut. Moment, was? Wie kann er bloß so rücksichtslos sein? Was hat der vorgehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, da steht so. Das Schiff freisprengen zu wollen ist Wahnsinn. Das könnte das Ende von Chen Xinzu bedeuten. Und damit unser aller Ende. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber wir müssen einen anderen Weg finden. Entfernt den Stachel aus dem Fleisch Chen Xinzus. Gut, dann. Chen Xinzu umbringen, falls wir ihn nicht aufhalten. Kommt mit mir schnell. Okay, die weiß scheinbar, wo es lang geht. Dann laufen wir der Guten mal hinterher. Scheinbar ganz hoch aufs Schiff, so wie das ausschaut. Jawohl. So, da steht er doch schon. Eiser, das hier ist die einzige Lösung. Wir sprengen das Schiff frei und dann heilen wir die Wunde. Es gibt keinen Plan B. Falls ihr das hier stoppt, dann fällt uns vielleicht einer ein. Sollen wir einfach warten, bis uns einer einfällt? Chen Xinzu stirbt. Nichts tun. Setzt alles aufs Spiel. Das hier setzt alles aufs Spiel. Ich sterbe lieber in dem Wissen, dass wir es versucht haben. G, falls ihr es tun müsst, werde ich euch nicht aufhalten. Aber wir könnten alles verlieren. Ich hoffe, dass ihr recht habt. Oje, was? Nein! Wartet auf mich. Nicht sprengen, wenn ich an Bord bin. Interessante Konstruktion. Oh yeah. Ja, scheint doch ganz gut zu funktionieren zu haben. So auf den ersten Blick. Eiser. Oh mein Gott. Er wird sterben. Seine Wunden können geheilt werden. Ich hoffe, ihr könnt euch selbst vergeben. Für das, was ihr ihm angetan habt. Okay, und wie kriegen wir die Wunde jetzt wieder zu? Mit einem Pflaster ist es nicht getan. Was geht denn hier ab? Hordendruiden? Winderhauchengel? Was ist hier los? Ach, da hat eine Quest. So, das ist viel schlimmer, als ich erwartet habe, aber wir können es schaffen. Wir müssen alle Heiler Chen Xinzus zusammentrommeln, um die Wunde zu schließen. Wir müssen Chen Xinzu retten. Findet so viele Heiler, wie ihr könnt. Befreit sie, entbindet sie von anderen Aufgaben. Tut, was immer ihr tun müsst, damit sie alle hierher kommen und diese Wunden heilen. Und passt auf, dass ihnen dabei nichts zustößt. Ja, kann man mal machen. Frage ist, wo finden wir so einen Heiler? Da oben ist gerade eine Sprechblase auf der Minimap aufgetaut. Ja, die ist auch schon wieder verschwunden. Jetzt ist hier hinten ein loses Frackteil. Was hat das denn damit auf sich? Ah, da liegt Priester drunter, oder was? So, hallo, aufstehen. Du, heilen gehen. Geh heilen. Hallo, geh heilen. Heilen gehen. Dankeschön. So, da hinten ist das nächste. Die Mobs lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Kann sich hier Chi da hinten drum kümmern. Und hat er mir schon wieder meinen Druiden geklaut? Da hinten ist schon wieder eine Aufgabe. Horden-Druide, den retten wir doch mal schnell hier. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Oh, geil.
Tatsache, es funktioniert wirklich. Macht aber einen Außenstehenden nicht so viel Schaden. Aber das wäre ja sonst zu imber, glaube ich. Und wenn das jetzt den vollen Schaden an allen machen würde. Aber es wäre cool, wenn es da wenigstens dabei stehen würde. So, du gehst jetzt mal... Ich kann das nicht angreifen. Oh Gott, ey. Wie viel wollen denn da noch kommen? Ich komme ja gar nicht hinterher mit dem Töten. Ah, wobei, den kriegen wir noch. Und dann können wir ihn hoffentlich anlabern. Und da läuft er weg. So wie er das tun soll, dann retten wir noch diesen Druiden hier. Er scheint auch ein paar Probleme zu haben hier. Anstatt dass er jetzt einfach wegläuft und Shenzhen zuhält, ne? Lauf doch weg jetzt. Hallo. 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 Du da. Idiot. Hauptsache nochmal schlagen lassen, ne? Und da kommt schon wieder der nächste Gegner an. Gibt's doch nicht. So, jetzt aber lauf doch mal weg da, du Idiot. Ich muss näher ran. Blöde Kuh da, ey. Hallo, du da. Ich rede mit dir. Boah, ich hab langsam keinen Bock mehr, den zu beschützen. Bei der Scheiße, die der fabriziert. Weißt du, würde er einfach mal dahinter rennen, statt hier einfach mit dem Stab rumzustehen? Blöder Druide, ey. Ah ja, vielleicht können wir noch überzeugen, wobei der Balken jetzt... Wir haben es, glaube ich, die Quest gerade aus Versehen geschafft irgendwie. Bin ich mir gerade unsicher. Dann gehe ich mal da runter zu unserem Questgeber. Soll der Hordendruide da halt sterben, wenn er unbedingt will. Wenn er nicht von seinem Posten hier weichen will, dieser Drecksack. So. Schön euch zu sehen. Ihr macht sogar einen eindrucksvolleren Eindruck, wenn ihr unter Druck steht. Was? Ohne euch hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ich glaube, es funktioniert. Die Blutung scheint gestoppt zu sein. Ich wusste, dass es klappen würde. Sehr schön. Und nun? Oh yeah. Und wir haben es geschafft. Wir haben Shenzhen Su, die Schildkröte, gerettet. Buja. Ja, ich weiß schon, es ist auf einmal alles weg. Ja, war ja klar. Nichts ist hier geschehen. Einfach mal. Die haben die Erde wieder mit da drauf geheilt. Wie krass sind die denn drauf? Willkommen. So, ich habe getan, was getan werden musste, Ayumi. Und es hat funktioniert. Es hätte alles viel schlimmer enden können, hätten wir nicht gehandelt. Ich wünschte nur, dass Aizer das verstehen würde. Es wird noch genug Zeit zur Besinnung geben. Aber erstmal müssen wir zurück zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Okay, das war das kleine Lesefeld von mir. Zurückkehren. Ah, egal. Wir müssen sie wissen lassen, dass Shenzhen Su gerettet wurde. Und wir müssen über das Schicksal dieser neuen Verbündeten entscheiden. Ich nehme mal an, neue Verbündete sind zum einen hier die Matrosen der Himmelssucher von der Allianz. Ich fordere eure Anwesenheit nur um unserer neuen Verbündeten willen. Übertreibt es nicht, Mensch. Haltet euch zurück, Tauren, bevor ich euch wieder in Ketten lege. Ja, Hauptsache wieder mal ein paar große Töne gespuckt. Du Allianzlerin, du. So. Ah, wir können wieder einen Karren fahren. Dann tun wir das doch mal schnell. Es sollte ja nicht allzu lange dauern, da hochzufahren. In der Zwischenzeit. Genießen wir ein bisschen den Aussicht. Den Aussicht vor allem. Die Aussicht. Weil ich glaube, langsam... ist es an der Zeit, wenn ich mir so die Karte mal angucke, waren wir ja jetzt schon überall. Das war ja jetzt noch der letzte Teil, der gefehlt hat. Und auch der Teil, in dem wir Shenzhen Su und die gesamte Insel hier eigentlich mehr oder weniger gerettet haben. Das heißt, es gibt für uns nichts mehr zu tun oder kaum noch hier was. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Was wiederum heißt, wir kommen bald hier auf einer der Hauptinseln von WoW, auf Kalimdor oder östliche Königreiche. Da weiß ich noch nicht ganz genau wohin. Je nachdem, wir müssen uns ja noch irgendwie eine Fraktion anschließen können. Wir sind ja momentan noch unabhängig. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man so ein bisschen unabhängig bleiben könnte.
und so quasi zwischen den Fraktionen so switchen könnte, mehr oder weniger, aber ich glaube, das haut nicht so ganz so hin. So, Berufe haben wir ja noch keine, müssen wir uns auch noch suchen. Muss ich mir noch überlegen, was ich mir für einen Beruf suche. Was kann denn ein Panda überhaupt so, ein Mönch so tragen? Waffenfähigkeit 2, Stäbe, Stangenwaffe, Äxte, Faustwaffen, Streitkolben, Schwerter, okay. Rüstungsfähigkeit, Lederrüstung. Das heißt, wir könnten schon mal ein Kirchner werden. Und noch irgendwas, Lehrer für einen Beruf. Da ist doch schon ein Berufslehrer. Dass ihr viel reist. Ja, warte mal. Ich kann euch die Grundlagen jedes... machen wir aber anders da. Wobei, nein, das machen wir jetzt noch. Sammelberufe. Kräuterkunde, Bergbau, Kirchnern. Das will ich auf jeden Fall. Unterrichtet mich im Kirchnern? Ja, jawohl. Dankeschön, Meister. Rote Kranich für immer in eurem so, Produktionsberufe. Was haben wir denn da noch? Kirchnern. Habe ich doch schon. Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Zählt mir etwas werden. Über Produktion, Ingenieurskunst. Alchemie. Da bräuchten wir Kräuterkunde dafür wahrscheinlich. Schmiedekunst, Bergbau. Das ist wahrscheinlich Verzauberungskunst. Keine Ahnung. Ingenieurskunst. Keine Ahnung. Inschriftenkunde auch. Keine Ahnung. Juwelierskunst. Klingt auch so ein bisschen nach Bergbau. Lederverarbeitung. Wäre eigentlich das Richtige für meinen Mönch. Allerdings Familie, glaube ich, Freunde, dass wir mit einem Essen. Zweiten Sammelberuf sind die wichtigsten. Eventuell noch ein bisschen mehr Kohle machen könnten. So für den Anfang. Und ich glaube, dann nehme ich einfach mal Bergbau. Unterrichtet mich im Bergbau bitte. Ich glaube, die Berufe kann man ja sowieso nochmal umändern. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, warte mal, ich muss jetzt, ja, das mache ich dann offscreen hier so ein paar Leisten einrichten. Das müsste auch noch irgendwie im Menü gegangen sein. Mal gucken. Aber das muss ich ja nicht hier während der Aufnahme rumbasteln. Und so, wir sind wieder beim Meister, beim Geist von Meister Shang-Chi. Und alle sind hier versammelt. Und bevor ich diesen Typen jetzt anrede, mache ich jetzt hier mal an der Stelle wieder eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.